Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich über Skype mit vielen Brüdern und Schwestern wieder eingefunden, um die nächste Lesung anzugehen von Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht von Henry Gretton Guinness, von Maximilian ins Deutsche übersetzt, für den deutschen Christen, um diese Lesung auch anzunehmen, um sich zu freuen, dass dieses Buch in Deutsch bereitsteht. Es ist wirklich wunderbar, dass der Heilige Geist in der letzten Zeit so wunderbar wirkt, dass er solche Gruppen wie die, die wir hier haben in Romanismus und die Reformation zulässt und zusammenführt und dass er solche Leute wie Maximilian, wie Stefan, wie Viktor und jeden, den ich jetzt vergessen habe, verzeih es mir bitte, aufbringt, um Dinge aus anderen Sprachen ins Deutsche zu übersetzen und mir dann die Möglichkeit zu geben, das zu lesen. Und damit unsere Leute in Deutschland ein bisschen wach zu rütteln. Und ihr wisst ja, das ist das Hauptziel meines YouTube-Kanals, Leute zum Glauben zu bringen und den Leuten vor allen Dingen auch durch die Kombination von Politik und Religion zu zeigen, dass die Bibel alles vorher bereits gesagt hat. Und wenn man sich in diesem Leben zurechtfinden will, dann muss man eben auch die Anleitung für dieses Lesen, für dieses Leben lesen, die Gebrauchsanweisung, wie man so schön sagt im Deutschen. Und das ist eben die Bibel. Und es führt an der Bibel kein Weg vorbei. Nur dort ist das wahre Wort Gottes bis heute bewahrt gewesen. So wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Fan der König James Bibel im Englischen. Ich kann aber auch Englisch, viele können es nicht. Dann lest ihr bitte die Schlachter 2000 nach Möglichkeit. Seid euch aber bewusst davon, dass die hier und da in der Übersetzung nicht so korrekt ist wie die König James oder nicht so deutlich ausgedrückt ist, wie die König James Bibel das ist. Es ist also mein Ziel, Leute mit diesen Lesungen auch von Romanismus und die Reformation dichter an die Wahrheit zu bringen. Und damit möchte ich heute auch die Lesung anfangen. Ich habe nämlich hier zwei Kommentare mal in ein kleines Schreiben gemacht, die ich von jemandem bekommen habe, der Romanismus und die Reformation Folge Nummer 15 geschaut hat. Und das ist ein Emster EM, so nennt er sich auf YouTube. Und das ist ein Kommentar, oder das sind zwei Kommentare, die er geschrieben hat auf Romanismus und die Reformation. Und die wollte ich euch kurz mal eben vorlesen, um zu zeigen, dass sich hiermit auch wunderbar im Grunde mein Wunsch und auch euer Wunsch, die ihr hier an dieser Lesung ja auch teilnehmt, erfüllt, dass wenn man so liest, wie die Leute dann teilweise ihre eigene Geschichte wiedergeben und sagen, wie ihnen diese Lesungen unter anderem dazu geholfen haben, eine bessere Erkenntnis des Wortes Gottes zu finden. Er schreibt hier, lieber Bruder, wie du bereits in einer Lesung sagtest, dass die Geschichte nicht mehr gelehrt wird in den Schulen, erfolgt das mit purer Absicht seitens der antichristlichen Armee. Nach dem Prinzip, was man nicht weiß, macht auch nicht heiß. Ich finde, du hast erkannt, dass Bibel und Weltgeschichte zusammengehören und deshalb man beides ergründen muss. Was habe ich mich geärgert und Diskussionen mit anderen Brüdern geführt darüber, dass es unmöglich ist, nur die Bibel zu lesen, ohne die Geschichte zu kennen, um einen starken Glauben zu entwickeln. Weil gerade die geschichtlichen Zusammenhänge, wenn man diese erforscht, beweisen, dass die Bibel die einzigste Wahrheit ist. Das stärkt den Glauben enorm. Wenn man sich im Klaren darüber ist, in welchem Schlamassel man sitzt auf dieser Welt, umso besser versteht man den richtigen Ansatz, der nötig ist, zu finden, um da rauszukommen. Wenn der Mensch möchte überleben, beziehungsweise leben und nicht versagen und sterben. Wer einmal in Not geraten ist, versucht einen Weg rauszufinden, wenn er da ist. So die Erforschung der Geschichte und der Vergleich mit der Bibel als Maßstab ist für jeden Christen, der den Heiligen Geist empfangen hat, durch Gnade von unserem Herrn, dem lebendigen Gott, eine Pflicht. Sonst kann man sehr schnell im Glauben verführt werden. Alle Wege führen nach Rom. Wer nicht dahin möchte, der prüfe die Geschichte mit der Bibel als Maßstab. Danke für deine Arbeit und für deine liebe Mühe. Und dann noch ein Link zu einem Video, der nicht so interessant ist, aber ich finde es freundlich, dass er dann zum Schluss sagt, ich denke, das könnte dir in der Behandlung sehr hilfreich sein. Ich habe ja MS, deswegen spricht er darauf an. Gottes reichlichen Segen. Und einen zweiten Kommentar, den er, ich glaube, mehr oder weniger am selben Tag geschrieben hat. Hallo lieber Bruder Jörg. Durch die Suche nach Informationen über Kain nach der Ermordung seines Bruders Abel und dem, was danach mit ihm passierte, kam ich auf deinen YouTube-Kanal. Bin fündig geworden durch den Heiligen Geist, der mich zu dir führte.
Deine Videos über die Bücher Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, und von Babylon nach Rom haben mir eine enorme und zweifelsfreie sowie glasklare Sicht vermittelt, wer eindeutig der Antichrist ist. Gottes reichlichen Segen dafür. Du hast eine Seele im Glauben gestärkt, mich, indem du das Wort des lebendigen Gottes an deine Zuhörer weitergibst, weil du als Sprachrohr fungierst. Selbst komplizierte Sachverhalte werden durch deine Kommentare sehr gründlich und verständlich erklärt. Der Heilige Geist ist präsent in dir. Lieber Bruder, ich komme aus Kroatien und das erklärt auch, warum hier und da mal ein leichter Rechtschreibfehler damit bei ist, das verzeihe ich ihm also unbesehen, und wuchs auf in der katholischen Lehre, bin getauft und Firmung auch gemacht. War Messdiener, und doch erst später, kurz bevor ich 16 war, begriff ich, dass da was gewaltig nicht stimmen kann, durch die geldverbundenen jährlichen Heilungen des Hauses, in dem ich wohnte. Weißt du, die Leute standen vor ihrem Hofeingang, um zu signalisieren, dass er bitte ins Haus reinkomme, doch wer nicht wartete, verpasste die Heilung. Über diese Leute lästerte die ganze Straße, aber der eigentliche Grund war, dass sie kein Geld, welches man üblicherweise auf dem Tisch hinlegte, welches Priesters Helfer einsammelte. Da merkte ich, dass es nicht sein kann, dass armen Leuten der Segen ausblieb, nur weil sie nicht zahlen konnten, obwohl sie sonntags auf der Messe regelmäßig doch erschienen sind. Das hat immer vor der Kirche zu Lästereien geführt und Ausgrenzung aus der Gemeinde, weil es eine Schande empfunden wurde, oder weil es als eine Schande empfunden wurde, für Gott kein Geld bereitzustellen. Da dachte ich tiefer nach eines Abends und stellte fest, dass die katholischen Priester sich nur bereicherten und keine Furcht vor Gott kannten. Egal, möchte jetzt nicht zu viel reden, sondern dir danken für deine Arbeit und fragen, wie es dir heute geht, weil ich Videos aus 2016 bis jetzt geschaut habe. Und wie es mit der Erkrankung geht. Lieber Bruder, danke für alles. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen, sage ich dazu. Seht ihr, das Thema, was er hier behandelt, im zweiten Kommentar, finde ich deswegen interessant. Deswegen habe ich die zwei Kommentare auch vorgelesen. Hier geht es um Geld zu bezahlen, um Erlösung zu bekommen oder um überhaupt Unterstützung in der römisch-katholischen Kirche zu bekommen. Das geht im Grunde zurück auf das, was wir letzte Woche behandelt hatten mit Jan Hus. Das geht zurück auf den Ablasshandel. Es ist eine andere Form des Ablasshandels in diesem Fall. Es geht immer nur darum, dass man Geld dafür bezahlen muss, um schlussendlich in der römisch-katholischen Kirche seine Erlösung zu finden. Einerseits muss man Werke leisten, nämlich an allen sieben Sakramenten teilnehmen. Und man muss Geld bezahlen, für welchen Grund auch immer. Sie finden immer irgendeinen Vorwand, für was man Geld bezahlen muss. Und das war genau das, was damals Jan Hus so gestört hat. Und deswegen hatten wir letztes Mal uns mit Jan Hus beschäftigt und sind in einer Extrasendung ganz auf ihn eingegangen. Da hat übrigens jemand hier aus der Gruppe letztes Mal dann zwei Filme in Romanismus und die Reformation hier gesetzt mit Links, die das Leben von Jan Hus behandelten, und diese Filme habe ich mir beide angeschaut, der eine 40, der andere 50 Minuten. Wunderbare Filme. Das rate ich jedem an, sich mal anzuschauen. Wer sie noch nicht gesehen hat, holt euch die Links runter, fragt es, wer das hier gemacht hat, fragt es, die normal da rein zu tun. Ganz, ganz tolle Filme, wirklich. Und ich habe auch noch einen zweiten Artikel von Jan Hus, da werde ich noch mal ein eigenes Video drüber machen, aber außerhalb Romanismus und die Reformation. Heute haben wir uns eingefunden, um also jetzt den Abschluss zu lesen von Romanismus und die Reformation von Vortrag 5 aus Henry Gretton Gillis seinem Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, dem deutschen Christen vorgetragen aufgrund der Übersetzung von Maximilian. Wir sind in diesem fünften Teil, der heißt Interpretation und Gebrauch dieser Prophezeiungen vor reformatorischen Zeiten. Und wir lesen jetzt diesen letzten Abschnitt aus diesem Buch. Wenden wir uns jetzt für einige Augenblicke nach Böhmen. Sie erinnern sich, dass es sich um ein ausgedehntes Bundesland im Nordwesten Österreichs handelt. Dort entstand mehr als ein Jahrhundert vor der Zeit Luthers eine Reformation, die in einem Blutmeer ausgelöscht wurde. Wie kam es dazu? Durch die Zeugnisse von Jan Hus, ja, und da hatten wir ja dann den extra Teil gelesen, und auch Jerome von Prag und Hieronymus, den wir ja auch in dem Film kennenlernen. Was hielten diese Männer von der Kirche von Rom und dem Papsttum? Sie hielten davon, dass Rom Babylon ist und dass das Papsttum der Antichrist ist. In einer Fußnote lesen wir dann hier einen Brief von Jan Hus an das Volk von Prag,
indem er schreibt, Zitat, je umsichtiger ihr sein solltet, desto mehr hat sich der Antichrist bemüht, um euch zu verunsichern. Das letzte Gericht ist nahe. Der Tod wird viele verschlingen, aber den auserwählten Kindern Gottes kommt das Reich Gottes näher. Wisset, ihr Lieben, dass Antichristus, der gegen euch aufgebracht wurde, sich verschiedenste Verfolgungen ausdenken wird. Ende Zitat. Aus dem Buch Acts and Monuments, das ist also das Buch der Märtyrer von John Fox, Band 3, Seite 497, fortfolgende. Ein weiterer Brief von Jan Hus an Lord John de Klum, Zitat, durch Ihren Brief, den ich gestern erhalten habe, verstehe ich zunächst, wie die Ungerechtigkeit der großen Posaune, also der bösartigen Gemeinde, die in der Offenbarung erwähnt wird, erkannt wird und noch weiter erkannt werden wird, mit der die Könige der Erde Unzucht treiben, ja, Offenbarung 17, Vers 2, indem sie geistlich Unzucht vor Christus treiben und außerdem, wie dort ebenfalls benannt, von der Wahrheit zurückgewichen und den Lügen des Antichristen durch seine Verführung und durch Angst oder durch die Hoffnung auf die Konföderation zugestimmt wird, um weltliche Ehre zu erlangen. Aus demselben Buch, Band 3, Seite 499. Jetzt möchte ich hier nochmal ganz kurz auf eine Sache eben eingehen. Mit der die Könige der Welt Unzucht treiben, habe ich hier vorgelesen. Das ist sinngemäß genommen aus Offenbarung, Kapitel 17, Vers 2. Ich nehme mal eben die Bibel bei der Hand. Die habe ich ja hier auf meinem Schreibtisch liegen. Und dann schauen wir das mal eben nach, wie das Wort wörtlich heißt. Warum ist das so wichtig? Ich habe heute einen Kommentar bekommen, auf wo ich irgendwo mal kommentiert hatte. Und mir dann einer ein Zitat gegeben hat, wie bei ihm Offenbarung 17 lautet. Bei mir in der Schlachter 2000 lautet es, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und in dem Zitat, was die Person mir auf meinen Kommentar geantwortet hat, hieß es, mit der die Könige der Erde gebuhlt haben. Was ist denn buhlen, bitteschön? Das ist doch ganz was anderes als Unzucht treiben. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass in dem Falle die deutsche Bibel, die Schlachter 2000, eine in diesem Fall 100% korrekte Übersetzung so ist, wie es auch in der König James steht. Also eine 100% korrekte Übersetzung des Originaltextes, in diesem Fall des griechischen Koine-Textes, Koine, wie man das nennt. Ja? Und in der Bibel, die er zitiert hat, weil ich hatte nur gesagt, in dem Video als Kommentar damit zu, siehe Offenbarung 17, Vers 2. Dann schreibt er mir, ja, 17, Vers 2, mit der die Könige der Erde gebuhlt haben. Da habe ich nur geantwortet, ja, wenn man natürlich eine korrupte Bibel hat, dann versteht man das nicht. Seht ihr, wo das Problem liegt? Alleine schon in so kleinen Dingen. Ja? Diese anderen Bibeln sind teilweise so verfälscht, dass sich der ursprüngliche Sinn überhaupt nicht mehr ergibt. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir die richtige Bibel in der Hand halten. Ich sage das ja nicht, um den Leuten die anderen Bibeln schlecht zu machen. Ich sage das ja nur, dass man doch nur das wahre Wort Gottes kennen kann, wenn man auch das wahre Wort Gottes hat. Und wenn man Bibeln hat, denen andere Texte zugrunde legen, dann kenne ich nicht das Wort des Gottes, sondern das kenne ich das Wort von demjenigen, der das Wort Gottes hier auf dieser Erde interpretiert. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Menschenlehre, als dass ich Gotteslehre habe. Und immer ehrlich gesagt, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wollen wir doch wissen, was Gott uns zu sagen hat und nicht, was irgendein Mensch uns zu sagen hat. Und wenn wir dann so etwas Verfälschtes lesen, wie mit der die Könige der Welt gebuhlt haben, hat das doch eine ganz andere Bedeutung, als mit der die Könige der Welt Unzucht getrieben haben. Und das war nochmal ein wichtiger kleiner Punkt, den ich eben machen wollte. Henry Gretton Guinness fährt fort. Ein weiterer Brief von Jan Hus, in dem er seine Freunde tröstet und sie wegen der Verurteilung seiner Bücher beruhigt und auch die Bosheit des Klerus erklärt. Zitat, Meister Jan Hus, in der Hoffnung Diener Gottes, wünscht allen Gläubigen, die ihn und seine Gesetze lieben, die Wahrheit und Gnade Gottes. Sicherlich ist auch an diesem Tag die Bosheit, der Gräuel und die Schmutzigkeit des Antichristen im Papst und anderen in diesem Rat offenbart.
Oh, wie akzeptabel sollte eine Sache sein, wenn die Zeit es zulassen würde, dass ich die bösen Taten offenbare, die jetzt offensichtlich sind, dass die treuen Diener Gottes sie erkennen können. Ich vertraue auf Gott, dass er nach mir die senden wird, die mutiger sein werden, und dass es an diesem Tag lebendige Menschen gibt, die die Bosheit des Antichristen mehr offenbaren und ihr Leben dem Tod geben werden für die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus, der sowohl dir als auch mir die Freunde, die Freuden des ewigen Lebens geben wird. Ende Zitat. Auch dies kommt aus demselben Buch von John Fox, Acts and Monuments oder Foxes Buch der Märtyrer, wie das, glaube ich, im Deutschen heißt. Das Buch ist im Deutschen erhältlich, das kann man als PDF runterladen und wer es möchte, der kann mich fragen, dem kann ich gerne den Link besorgen. Ich habe das Buch hier auf meinem Computer. Es ist aber wohl eine gekürzte Version, weil es hat, glaube ich, nur knapp 500 Seiten. Ich glaube, das Original ist ein wenig dicker. Ist auch wurscht. Aber was der Jan Hus hier sagt, das ist nicht wurscht. Es ist ganz wichtig. Jan Hus ist selber, wie wir letzte Woche gelernt haben, wie wir gesehen haben, also wie wir gelernt haben aus der Vorlesung und wie wir gesehen haben oder sehen können, wenn man sich diese zwei Videos anguckt, er ist für unseren Herrn Jesus Christus gestorben. In dem Vertrauen, dass er die Freuden des ewigen Lebens danach empfangen wird. Und ich bin so sicher, wie es nur sein kann, dass Jan Hus die sicher empfangen wird. Ich bin sicher, dass er am Tag der Auferstehung, bei der ersten Auferstehung, damit bei sein wird und sich aus seinem Grab erheben wird und mit uns zusammen zum Herrn auffahren wird, um ihn im Himmel zu treffen. Ich vertraue auf Gott, dass er nach mir die senden wird, die mutiger sein werden. Wie kann man denn noch mutiger sein als Jan Hus, der gesungen hat, der gebetet hat, der sich stolz hat, und jetzt stolz im positiven Sinne, hat an diesen Pfahl binden lassen und nicht nachgegeben hat, der Angst nicht nachgegeben hat, sondern mutig sein Urteil empfangen hat, als sie ihn lebendig verbrannten. Und ich kann euch ein Ding sagen: Die Leute werden nicht lebendig verbrannt, sie werden geröstet. Ja? Wenn man Menschen verbrennen will, dann muss man sie kremieren. Das passiert bei weit über 1000 Grad Celsius in einem Ofen. Dann kann man jemanden kremieren. Ansonsten röstet man ihn, man brät ihn, bis er tot ist. Das ist ein grauenvoller Tod, den Jan Hus hier erlebt hat. Und trotzdem sagt er, dass es an diesem Tag lebendige Menschen gibt, die die Bosheit des Antichristen mehr offenbaren und ihr Leben dafür geben werden, für die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin bereit dazu, um das zu tun, weil das ist mein einziges Lebensinhalt und ich bin sicher, dass es einige von meinen Zuhörern gibt, sowohl die, die hier live über Skype verbunden sind, als auch die, die dieses Video nachher schauen, die sagen: Ja, das ist auch mein Ziel. Nicht verbrannt zu werden oder auf schlechte Art und Weise getötet zu werden. Wenn es so kommt, dann kommt es so. Aber dass wir die Bosheit des Antichristen hier in dieser Welt offenbaren und sogar zur Not dazu bereit sind, unser Leben dafür zu geben. Das ist jedenfalls mein Lebensziel, genauso wie es das von Jan Hus war. Ich lebe doch nur für den Herrn, der in mir lebt, sonst habe ich doch überhaupt keine Daseinsberechtigung in diesem antichristlichen System. Dieser Brief wurde am Tag des heiligen Johannes geschrieben, im Gefängnis und in kalten Eisen. Ich habe die Meditation bei mir selbst, dass Johannes in seinem Gefängnis und in den Fesseln enthauptet wurde für das Wort Gottes. Und über den letzten Satz, da kann man streiten, da kann man drüber diskutieren. Ich habe ja noch extra eine kleine Note mit beigefügt, die ich euch auch gerne eben vorlesen möchte. Hier bei dem Tag, dem heiligen Tag des Johannes, handelt es sich natürlich um einen katholischen Feiertag. Das kann man auch gerne raussuchen über Wikipedia. Und damit handelt es sich um einen heidnischen Brauch. Außerdem war der Apostel Johannes der einzige unter den Aposteln, der eines natürlichen Todes starb. Dafür gibt es mehr Brunnen als dieses Wikipedia-Zitat, das ich gleich vorlesen werde. Wir müssen ein Ding uns vor Augen halten. Wenn wir uns das Buch Acts and Monuments oder Foxes Buch der Märtyrer besorgen,
Das Buch fängt damit an, dass wir lesen werden, wie die Geschichte der Apostel geendet ist. Das heißt, wie die verschiedenen Apostel ihr Leben auf dieser Welt haben lassen müssen. Von Johannes gibt es keine Aufzeichnungen, dass er als Märtyrer gestorben ist. Nun ist Johannes auch der Jünger, von dem im Neuen Testament bereits gesagt wird, er war der Jünger, den Jesus Christus liebte. Nun, Jesus Christus hat jeden Menschen geliebt und liebt jeden Menschen, davon mal abgesehen. Aber Johannes lag ihm anscheinend besonders am Herzen und jeder, der die Evangelien gelesen hat, liest das daraus, liest darin dieselben Sätze wie ich und versteht es, dass Johannes ihm sehr am Herz gelegen ist. Und alle 11 anderen Apostel sind eines gewalttätigen Todes gestorben, sind alle einen Märtyrertod gestorben. Von Johannes erzählt man sich die Fabel, er sei lebendig in kochendes Öl geworfen worden, hätte das aber überlebt ohne Verletzungen. Sie konnten ihn einfach nicht töten, aber es gibt keine historisch überlieferte Beweise dafür, dass der Apostel Johannes, der eben auch das Buch der Offenbarung geschrieben hat, auf einer verbannten Insel, Patmos in Griechenland ist das heute wohl, worauf er verbannt war, dass er da im Jahr 95, 96 nach Christus die Offenbarung niedergeschrieben hat und dass er dann etliche Jahre später, wahrscheinlich um 116, 117 gestorben ist, aber eines natürlichen Todes, dass Jesus ihn gespart hat, ihn bewahrt hat, weil er ihn jetzt liebte? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so bibelsicher, dass ich sage, von warum steht jetzt in der Bibel, das war der Apostel, den Jesus liebte. Jesus liebte jeden Apostel, Jesus liebt jeden Menschen. Aber Johannes lag ihm wohl aus irgendeinem Grunde noch dichter am Herzen. Und der ist jedenfalls nicht, dass man es offiziell nachforschen kann, einen Märtyrertod gestorben. Ja? Lesen wir doch mal eben, was in Wikipedia steht. Justin, der Märtyrer, berichtet Mitte des 2. Jahrhunderts von Johannes, einem der Apostel, als einem Zeugen, der bei uns, das heißt in Ephesus, gelebt habe. Es gibt keinen Hinweis auf einen Märtyrertod, wie er bei allen anderen aus dem Kreis der 12 im Heiligen Legenden überliefert wird. Der aus Kleinasien stammende Irenäus von Lyon, der im späten 2. Jahrhundert lebte, spricht an vielen Stellen vom Apostel Johannes. Nach Irenäus ist der Apostel auch der Verfasser des Johannesevangeliums, welches in Ephesus entstanden sei. Johannes habe dort noch bis in die Regierungszeit von dem heidnischen römischen Kaiser Trajan gelebt und der amtierte zwischen 98 und 117. Nach einer Aussage des Kirchenhistorikers Eusebius von Caesarea aus dem 3. bis 4. Jahrhundert soll er auch in Ephesus begraben worden sein, an der Seite des Apostels Philippus. Für den Apostel Johannes als Autor des Johannesevangeliums wurden Andeutungen in Johannes 19,35 und Johannes 21,24 herangezogen. Auch der Umstand, dass in allen anderen drei Evangelien Johannes mehrmals namentlich erwähnt wird, jedoch im Johannesevangelium nie, ist ein Hinweis eben dafür. Da gibt es zwei Wikipedia-Links und die lasse ich euch dann auch hier drin. Das eine zu dem Feiertag und das andere über den Apostel Johannes. Ich weiß natürlich, dass Wikipedia nicht immer eine 100% zu vertrauende Quelle ist. Es ist ja eine offene Quelle und eben auch eine Quelle aus diesem antichristlichen System. Aber man muss eben immer die Dinge an anderen Studien messen. Und ich habe bereits auf anderen Webseiten davor, biblischen Webseiten, gelesen, dass es von Johannes keine geschichtlich verbriefte Aufzeichnung gibt, dass er einen Märtyrertod gestorben ist. Und wenn hier drin steht, dass das Johannesevangelium geschrieben wurde von Philippus, nicht von Philippus, also da ist er vergraben. Wo steht das denn hier? Irenäus sagt das, nach Irenäus ist der Apostel Verfasser, welches in Ephesus entstanden sei. Ja, also er hat es auf jeden Fall geschrieben. So, davon mal eben abweichen. Ne? Also er hat das Evangelium des Johannes geschrieben, er hat die Johannesbriefe geschrieben und er hat die Offenbarung geschrieben. Ja? Johannes ist neben Paulus der größte Schreiber. Ah ne, da kommt noch Lukas mit Apostelgeschichte dazwischen. Aber seine eigenen Apostel, dass er noch sehr viel im Neuen Testament geschrieben hat. Jedenfalls sagt Jan Hus hier, wird gesagt über Jan Hus, dass dieser Brief am Tag des heiligen Johannes geschrieben ist. Naja, ich würde das als bibelgläubiger Christ nicht sagen, dass ich dem heiligen Johannes hier einen Tag widme.
Das ist eben noch ein bisschen römisch-katholische Hefe, selbst in dem Jan Hus hier mit drin. Das ist ja uns inzwischen bekannt, dass wir bei allen Reformatoren und Märtyrern, bei vielen, jedenfalls der neueren Märtyrer, nicht der ersten, ja, der Original, der Apostel, aber bei vielen anderen noch römisch-katholische Hefe in ihrer Doktrin mit haben. So wie zum Beispiel hier die Benennung eines Tages des heiligen Johannes. Das ist eine rein römisch-katholische Erfindung, den heilig zu nennen, als er tot ist. Weil im römisch-katholischen Kult werden die Toten als Heilige verehrt und in der Bibel sind die Lebendigen die Heiligen, nämlich diejenigen, die Jesus Christus folgen und seiner Lehre folgen und seine Gesetze folgen. Das sind die Heiligen in der Bibel. Und einen Tag für diese Heiligen gibt es auch nicht. Also das ist eben noch römisch-katholische Hefe. Henry Gretton Gillis fährt fort und sagt: Hören Sie Ihre Aussage. Zitiert von Fox, dem Märtyrologen. Ich, Henry Gretton Gillis, stand an der Stelle in Konstanz, wo diese Männer zum Tode verurteilt wurden. Rom hat sie verbrannt. Hier ist die Geschichte der Reformation und Antireformation in Böhmen, hält er wieder eins seiner Bücher in die Hand. Die böhmischen Brüder erkannten die Lehren von Jan Hus an, einschließlich seiner Ansichten über die antipäpstlichen Prophezeiungen. Rom vernichtete die reformierten Böhmen. Die Geschichte ist schrecklich. Und da habe ich sogar noch ein Bild von. Das kommt aus der Lesung, die ich habe von Henry Charles Lear über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Oder von Limborch, das weiß ich jetzt nicht mehr, History of the Inquisition. Da geht es um die taboritischen Kriege. Da wurden die Hussiten in Tschechien abgeschlachtet. Und das sieht man hier auf diesem Bild unter anderem. Die Geschichte ist schrecklich, sagt Henry Gretton Gillis. Aber aus ihrer Asche entstanden neue Zeugen. Das war schon immer das Problem mit den Christen. Bring 100 um und 1000 stehen auf. Bring 1000 um und 10.000 stehen auf. Du kriegst sie einfach nicht ausgerottet. Die Wahrheit will einfach nicht sterben. Aus den verfolgten Böhmen entsprangen die Mährer, die heute Missionare in der ganzen Welt sind. Und dann lesen wir noch in einer zweiten Fußnote: Im Jahr 1421 nahm das Elend der Böhmen stark zu. Neben den Hinrichtungen durch Ertrinken, durch Feuer und durch das Schwert, wurden mehrere tausend Anhänger von Hus, vor allem die Taboriten aller Ränge und beiderlei Geschlechts, in alte Minen und Gruben von Kuttenberg geworfen. Und da haben wir hier das Bild der Taboriten bereits. In eine Grube, jetzt hört gut zu, das muss man sich mal vorstellen. In eine Grube wurden 1700, in eine andere 1308 und in eine dritte 1321 Personen geworfen. Jedes Jahr am 18. April fand in einer dort errichteten Kapelle zum Gedenken an diese Märtyrer ein feierliches Treffen statt, bis 1613. In 1613 hat der Münzmeister Wreschowitz versucht, es zu verhindern. Dennoch wurde es bis zur großen Verfolgung von 1621 jedes Jahr fortgesetzt. Ein Denkmal, so heißt es, kennzeichnet den dort noch immer. Und da sind verschiedene Quellen angeführt, wo das draus herkommt. Dass man also jahrelang die Tradition aufrechterhalten hat, diesem Gemetzel sich zu erinnern. Und irgendwann wurde diese Tradition ausgelöscht und deswegen kennt das heute kein Mensch mehr. Ich habe dann hier noch einen kleinen Artikel mit dran gefügt, weil natürlich es einem auffällt als Deutscher, dass man hier über Böhmen spricht, was im Englischen Bohemia ist. Man darf sich doch an dieser Stelle durchaus mal fragen, habe ich mir hier die Frage gestellt, warum es die Geheimgesellschaft Bohemian Grove gibt. Meines Erachtens eine Verhohnepiepelung der geschichtlichen Tatsachen. Also mit anderen Worten, den Spott treiben mit den Böhmen, die bibelgläubige Christen waren, und dann eine Geheimgesellschaft gründen, die sich in die Wälder über San Francisco in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückzieht, nackt im Wald rumlaufen und Menschenopfer bringen. Das ist nämlich die Bohemian Grove. Da geht's drum. Und übrigens,
mal eben für diejenigen, die immer noch das ein oder andere positive Gefühl für deutsche Politiker übrig haben, Helmut Schmidt, Bundeskanzler der 70er bis Anfang der 80er Jahre, der, ich glaube, 2018 erst verstorben war oder 2017 oder 100 Jahre geworden ist oder was auch immer, war Mitglied in der Bohemian Grove. Ja? Ist da zusammen mit Kissinger und Bush nackt durch den Wald gelaufen. Wenden wir uns dem Buch zurück zu, weil von solchen Gedanken wird mir immer nur schlecht. Wenden wir uns schließlich für einen Moment nach England. Vor der Reformation, vor 500 Jahren, hat Gott in diesem Land John Wycliffe auferweckt. Ja, John Wycliffe, da habe ich jetzt kein Bild von vorbereitet, das werde ich dann eben mal kurz tun. Da möchte ich euch gerne ein Bild von John Wycliffe zeigen. Wycliffe wurde auch genannt der Morgenstern der Reformation. Vielleicht habt ihr den Ausdruck schon mal gehört. Hier habe ich ein Bild mit einer Quote von ihm, mit einem Zitat von ihm. Und das ist, glaube ich, passend, um das hier einzublenden. Das ganze christliche Leben muss sich an der Schrift messen. Bei jedem Wort davon, sagt John Wycliffe. Gott hat in diesem Land John Wycliffe auferweckt, vor knapp 500 Jahren. Also zur Zeit von Henry Gretton Guinness. Heute ist es bereits über 600 Jahre. Man nannte ihn den Morgenstern der Reformation. Er übersetzte die Schriften in die englische Sprache und führte Krieg gegen die Irrtümer und Gräuel der Kirche von Rom. Wie hat Wycliffe diese Prophezeiungen interpretiert? Genau wie die Waldenser. Hier ist eines seiner Bücher, hält Henry Gretton Guinness es wieder in die Luft, mit Hinweisen auf den Papst als Antichrist. Er schrieb eine spezielle Abhandlung mit dem Titel Speculum de Antichristo, also Spiegel des Antichristen. Durch Wycliffe entstanden die englischen Lollarden. Sie zählten Hunderttausende. Was war ihre Aussage? Lassen Sie es mich mit den Worten von einem anderen von Ihnen, Lord Cobham, dem berühmten Mann Gottes, der nur ein Jahrhundert vor Luther lebte, sagen. Als er vor König Heinrich V. gebracht und ermahnt wurde, sich dem Papst als gehorsames Kind zu unterwerfen, war dies seine Antwort. Zitat: Da ich mit dem Papst und seiner Spiritualität in Berührung komme, schulde ich ihm weder Anstand noch Dienst. Denn ich kenne ihn aus der Schrift als den großen Antichristen, den Sohn des Verderbens, den offenen Gegner Gottes und einer Gräuel, der am heiligen Ort steht. Ende Zitat. In seiner Ablehnung des römischen Irrtums und seiner Weigerung, sich dem Papsttum zu beugen, wurde Lord Cobham als Ketzer zum Tode verurteilt. John Fox erzählt uns, dass Lord Cobham an dem Tag, der für seinen Tod bestimmt war, im Jahre 1417 aus dem Tower of London geholt wurde, mit gefesselten Armen und einem sehr fröhlichen Antlitz. Dann wurde er auf eine Bahr gelegt und so auf die Felder von St. Giles gezogen, wo sie ein neues Paar Galgen aufgestellt hatten. Als er an den Ort der Hinrichtung kam und von der Bahr genommen wurde, fiel er fromm auf die Knie und bat den allmächtigen Gott, seinen Feinden zu vergeben. Dann stand er auf und erblickte die Menge und ermahnte sie auf göttliche Weise, den Gesetzen Gottes zu folgen, die in der Heiligen Schrift geschrieben sind, und sich vor solchen Lehrern zu hüten, die in ihrem Alltag und Leben im Gegensatz zu Christus stehen. Eben nochmal ein anderes Bild nehmen. Die in ihrem Alltag und Leben im Gegensatz zu Christus stehen, mit vielen anderen besonderen Ratschlägen. Dann wurde er dort oben in Eisenketten aufgehängt und so lebendig im Feuer verzehrt, indem er den Namen Gottes lobte, solange sein Leben noch dauerte. Mit anderen Worten, wie ich bereits am Anfang dieser Lesung sagte über Jan Hus, er wurde zu Tode geröstet. Sie wurden verbrannt, diese gesegneten Männer Gottes. Hus wurde verbrannt, Jerome wurde verbrannt, Lord Cobham wurde verbrannt. Selbst Wycliffes Knochen wurden 41 Jahre nach seinem Tod ausgegraben und verbrannt. Savonarola, der mit Trompetenzunge predigte, dass Rom Babylon sei, wurde verbrannt. Alle diese wurden vor der Reformation verbrannt und Tausende mehr.
Sie wurden verbrannt, aber ihre Worte wurden nicht verbrannt. Ihre Aussage wurde nicht verbrannt. Diese lebte weiter. Feuer konnte sie nicht verbrennen. Es konnte sie nicht ersticken. Schwerter konnten sie nicht töten. Nichts konnte sie zerstören. Die Wahrheit ist unsterblich. Die Wahrheit ist unbesiegbar. Verhaftet sie und sie kommt frei heraus. Begrabt sie und sie steigt wieder auf. Zerquetscht sie auf der Erde und sie entspringt siegreich, reiner für den Konflikt und edler für den Sieg. Die Wahrheit der Reformation, die Wahrheit, die diesen Bekennern beiwohnte, kam ein Jahrhundert später wieder auf und rollte über Europa, die gewaltige Flut der Reformation. Und woher kam dieses Zeugnis, das keine Macht zu unterdrücken vermochte? Woher kam dieses Zeugnis mit Trompetenzungen, welches Rom in all seinen unzähligen Händen unfähig war, zum Schweigen zu bringen oder festzusetzen? Es kam aus diesem heiligen Band, geschrieben in düsteren Gefängnissen, in Ländern der Gefangenschaft, in Zähnen des Exils, für die Führung, die Bewahrung und die Unterstützung von Gottes leidenden, heiligen und treuen Zeugen in jedem Zeitalter. Daniel, der Inhaftierte, Paulus, der Gefangene, Johannes, der Verbannte, das waren seine inspirierten Autoren. Männer, deren durchdringende Visionen den langen Blick auf die Konflikte der Kirche betrachteten, ihre Martyrien erkannten und ihre Triumphe aus der Ferne sahen. O Wort der göttlich gegebenen Prophezeiung! O wundersamer Band, dessen sieben Siegel das Lamm gelöst und geöffnet hat, um die moralischen und geistigen Bedürfnisse der leidenden Kirche zu erfüllen, die er so sehr liebt! Wie sind deine feierlichen Äußerungen, deine geheimnisvollen Symbole aufgesogen worden, von den ernsthaften, heiligen Augen studiert worden? Wie ist dir in den Gefängnissen gedacht worden, erinnert worden auf Streckbänken, wiederholt in den Flammen? Deine Texte sind Fenster, durch die das Licht vom dritten Himmel in die dunkelsten Tiefen der Konflikte, Geheimnisse und Leiden der Erde scheint. O heilige und heiligende Wahrheit! Wie sind deine Worte mit den Tränen der leidenden Heiligen getränkt worden, durchtränkt von ihren Sorgen und Leiden und gefärbt in der Fülle ihres Blutes? Kostbar sind die Leben, die dich versiegelt haben. Kostbar die Wahrheit, die diese Leben versiegelt haben. Deine Worte waren Flügel, durch die die verfolgte Kirche aus der Wildernis und dem Schlachtfeld in die reine Ruhe des ewigen der ewigen Liebe und des Friedens aufgestiegen ist. Wie ein heller Engel ist der Himmel herabgestiegen und führt zum selbigen zurück. Durch dich hat Gott das edle Heer der Heiligen, Bekenner und Märtyrer, die wie die ewigen Sterne um seinen Thron leuchten, zu ihrer glorreichen Vollendung geführt. Sie sind in diese Welt der Herrlichkeit gegangen, für immer fort. Aber das Licht, das sie dorthin geführt hat, bleibt zurück. Wir können sie nicht berühren. Sie sind aus den Augen der Menschen verschwunden, wie der Prophet, dessen Wagen zum Himmel die geflügelte Flamme war. Wir können die Musik ihrer Harfen oder den Donner ihres Liedes nicht hören, aber wir greifen immer noch nach dem Buch, das sie liebten und das sie zu allem machte, was sie waren und was sie sind. Ihr Waldenser, von den einsamen, blutbefleckten Alpen, ihr namenlosen Opfer der schrecklichen Inquisition, ihr edlen Protestanten vor der Reformation, Wycliffe, Huss, Jerome, Cobham, Savonarola, wir besitzen die heiligen Seiten, über die ihr nachgedacht habt, die Worte der Wahrheit und des Lebens, die ihr mit Märtyrerblut besiegelt habt. Lasst sie unsere Inspiration und unser Zeugnis sein, und das Zeugnis unserer Kinder nach uns bis zu der Stunde, da die Wahrheit emanzipiert von allen Fesseln durch die Welt leuchten wird in ihrer ungetrübten Pracht. Und Irrtum, Aberglaube und Falschheit werden für immer vor ihrer Gegenwart fliehen.